Jetzt kommen wir zum Match von Raw's War. Und ja, ein Mitglied der Hart Foundation, wir sind ja immer noch bei Teams am heutigen Abend. Hatte, glaube ich, jemand mal gesagt, das wird sich einen Abend um Teams drehen. War aber unbeabsichtigt, als ich die Matchcard gemacht habe. Ja, Jim the Anvil Neidhart auch sehr erfolglos unterwegs. Konnte bisher, glaube ich, kein einziges Match gewinnen. Und sein Gegner am heutigen Abend von der Million Dollar Corporation haben ihn Tatanka, den Indianer, mit seinem Regentänzchen. Ja, Teddy Biasi ja schon leider raus, hat ja gegen Ricky Steamboat verloren. Ansonsten noch alle drinne. Bam Bam, Bigelow, Tatanka. Vielleicht nach dem heutigen Abend nicht mehr, man weiß es nicht. Und Psycho Sid, wo wir schon mal gerade dabei sind, von der Hart Foundation, bisher auch nur Brad und Owen weiter. Der British Bulldog hat gegen Bray Wyatt verloren. Also ich denke mal, dass Jim the Anvil Neidhart am heutigen Abend auch sieglos aus dem Turnier ausscheidet. Und dass Tatanka sich diesen Sieg holen wird. Aber man weiß nie, vielleicht ist ja heute derjenige, welcher Abend an dem Jim the Anvil Neidhart gewinnen wird. Man weiß es nicht, man munkelt noch. Klar, es kann alles passieren. Und was für ein Punch! Ja, Tatanka rollt sich da raus. Geht wieder rein. Greift jetzt Anvil Neidhart an, nachdem der mal gerade im Ring ist. Also Größen- und Gewichts- und Kraftvorteile sehe ich tatsächlich bei Jim Neidhart. Ja, doch, das kann man so stehen lassen, das Argument. Oh, was für ein Handkantenschlag. Wäre Steve Blackman ja stolz drauf. Und jetzt wird Jim Neidhart erstmal das Turnbuckle ein bisschen näher gezeigt. Da darf, er ganz nah mal ran. Leg-Leg-Drop. Und er tritt gegen den Brustkorb. Meine Herren. Ja, der Handkantenschlag gekontert. Allerdings die Flying Clothesline. Auch da geht Tatanka zur Seite und gibt noch ein bisschen mehr Speed auf einen fliegenden Jim Neidhart. Alter Tanker sagt auch noch, komm, steh auf. Ja, Whitman wird reversed. Oh, der Ref geht ebenfalls zu Boden. Ja, das Cover 1, 2, 5, 7. Oder Tatanka hat sich jetzt extra pinnen lassen. Also lang ist, hat nicht ausgekickt. Weil er in der Zeit vielleicht auch durchatmen könnte. Und harte Klausern, also Jim Neidhart geht heute Abend aber richtig steil, möchte ich mal so behaupten. Hat das Match sehr gut im Griff. Tatanka mit einer sehr guten Eröffnung, allerdings dann kam halt Jim Neidhart hier mit so einer Discus Lariat wieder back in the match. Und Tatanka darf ein bisschen Fersengeld geben. Ja, der Ref ist bei 6. Ja, das ist der Tanker, bewegt deinen Hintern in den Ring. Der Ref ist bei 8. Hoffen wir mal nicht, dass Jim jetzt durch seinen eigenen Fehler das Match verliert. Okay, was auch immer das jetzt gerade von Tatanka war. Und, oh, schöne Chops.
Unter Tanker auf dem obersten Ring sein, zumindest unterwegs. Das soll wohl sein Tomahawk-Move werden. Erwartet dieser Handkantenschlag vom obersten Ringseil und der Tomahawk. Und jetzt nimmt er ihn auf die Schultern. Nein! Ich meine, er nimmt ihn schon auf die Schultern, aber Jim strampelt sich frei und zeigt einen Running Power Slam inklusive Cover. Kickout von Tatanka bei 2,7. Ja, Jim Neidhart kann es gar nicht glauben. Wieder der Kickout. Also auch Jim Neidhart mit einer überragenden Leistung am heutigen Abend. Wirklich Hut ab, auch wenn ich gerade keinen auf habe. Ich glaube, man könnte auch sagen, Federschmuck ab. Und Ansatz, Vertical, wegschmeiß, Plex. Ja, was soll man noch dazu sagen? War ein schöner Hold. Da muss Jim nämlich einmal gut durchatmen. Hengst Tatanka mit einer Art Stunner. Ah, das tat ihm, glaube ich, selber weh. Und eine Clothesline. Und Tatanka packt ihn sich, wirft ihn oben rüber. Also dieses Match wirklich hätte ich in der Form nicht so erwartet. Jetzt Tatanka nimmt ihn wieder auf die Schultern. Samoan Drop sein Finish. Und das könnte es gewesen sein mit der Siegeschance von Jim Neidhart. Weiterhin Jim Neidhart sieglos. Irgendwann, bin ich sicher, kommt sein Abend. Und das war hier eine der ausschlaggebenden Szenen. Tatanka konnte ein bisschen durchatmen. Hier nochmal der Tomahawk. Wems, da geht's auf die Stirn. Ja, sehr tolle Einstellung mit einem Balken davor, so die Zensur. Und jetzt hier nochmal der Samoan Drop. Hey, zu den ganz alten Zeiten war das ein technisch sehr, sehr angesehener Move, heute irgendwie Standard. Auch er eine Runde weiter. Er hat noch Kraft auf jeden Fall. Er kann seinen Freunden Tänzchen machen. Und die Million Dollar Corporation mit einem Mann. Ich wollte sagen, mit einem Menschen. Aber Menschen sind wir ja alle. Mit einem Mann weiter. Wir kommen zum nächsten Match. Ich glaube, von Nitro müsste es sein. Ja, und wir sind immer noch im Tag-Team-Bereich unterwegs. Hier haben wir sehr viele Tag-Team-Champions heute. Wir haben den von All Elite Wrestling, den Tag-Team-Champion Scott Dawson gesehen. Wir haben Jason Jordan von NXT, den Tag-Team-Champion gesehen. Von Raw jetzt nicht, aber hier kommt jetzt von Nitro Jey Uso. Unser Gegner, oh, aber kommt ganz schnell zum Ring gerannt. Alexander Wolf von der Sanity. Ja, die Sanity hätte auch ganz gerne mal eine Chance auf die Tag Team Champions. Titel meine ich. Ja, von den Simons. The Rock ist weiter. Der ja zurückgekehrt ist. Und Alexander Wolf geht jetzt hier in den Ring und hampelt ein bisschen rum. Weil vielleicht der Auftakt zu einer Tag-Team-Fehde, man weiß es nicht.
Von der Sanity ja Killian Dane bisher ausgeschieden gegen Pac. Damit hat die Sanity ja eigentlich nur noch Alexander Wolf und Eric Young im Rennen. Und schöner Bicycle Kick. Hat er sich bestimmt von Kenny Omega abgeguckt. Ja, von den Wild Samoans bisher noch alle drin. Also zumindest die, die bei Nitro sind. Von Roman Reigns reden wir jetzt mal nicht. Alexander Wolf rollt sich raus. Also die Usos auf jeden Fall noch drinne. Vielleicht am heutigen Abend dann einer weniger. Rikishi noch drinne. Er nimmt ja auch am Turnier teil. Auch wenn er eigentlich mehr den Managerposten für die Usos gibt. Ja, und The Rock auf jeden Fall eine Runde weiter. Oh, sehe ich da einen kleinen Bluterguss auf der Brust von Jey Uso? Und Whip in die Ringecke. Und oh, einmal übers Ringseil gezogen. Und Monkey Flip Jey Uso. Und oh, Choking. Ist aber nicht so ganz fair. Und Bicycle Kick ganz hart. Oder hat sich bei Sheamus das abgeguckt? Bei irgendjemand hat das nicht abgeguckt. Weil sie damit auch erfolgreich waren. Und Alexander Wolf, der ja bei Nitro auch nicht so wirklich glänzt, genau wie Eric Young und Killian Dane, also eigentlich die komplette Sanity. Oh, ganz langsam, ja, da hat er sich zu viel Zeit gelassen. Und Flying Forearm, sehr schön gemacht von Jey Uso. Und jetzt gibt's den Whip-In in die Ringecke. Und wieder der Bicycle Kick. Und jetzt ist die letzte Schraube aus dem Regal gefallen bei Alexander Wolf. Er lädt ihn auf und schöner Death Valley Driver. Und das ist jetzt nicht sein Ernst. Alexander Wolf, er kämpft sich aus. Es dauert arg lange. Na, Jey Uso erhebt sich und ja, europäische Schule mit der Dropkick mit beiden Füßen voran. Na, Jey Uso beobachtet hier Alexander Wolf. Und im Stile des Herrn Papa, Rikishi Piledriver. Und jetzt geht's in die obere Ringecke. Ja, was hat die obere? Von mir aus gesehen, oben links. Ja, und mit dem Popo voran. Ja, er sollte nicht so viel jubeln. Alexander Wolf ist zwar keiner von den Erfahrenen, aber man darf ihn nicht unterschätzen. Na gut, Jey Uso mit seinem Bruder Jimmy, dreifache Tag Team Champions. Und der Superkick. Und ich sage, das war's. Nein, Kick-Out von Alexander Wolf. Also was Jey auf jeden Fall kann, ist das Publikum ganz gut zu unterhalten. Und jetzt hier mit der zweiten Luft. Allerdings springt er daneben und
Ja, die Sit-Down-Powerbomb, wobei er sich ja auch noch zurücklehnt, weshalb er das auch immer macht. Und Kick-Out von Jey Uso. Also das wäre es ja jetzt gewesen, wenn ihm die Überheblichkeit wirklich zu Kopf gestiegen wäre. Ja, Whippin wird reversed. Schöner Elbow. Wieder das Cover. Kick-Out, diesmal bei 1, also Alexander Wolf kriegt inzwischen besser Luft. Ah, den Nacken über den, das haben wir in letzter Zeit häufiger gesehen, auch von anderen Akteuren. Und ich glaube, Jey Uso möchte fliegen. Ja, außer Spesen nichts gewesen, da war ein Alexander Wolf nicht mehr da. Snap Suplex, direkt ins Cover, Rope Break. Oh, das tat weh. Sogar sehr, sehr weh. Und oh, Belly-to-Belly-Suplex. Ah, Jey fightet zurück jetzt mit einem Jawbreaker. Und Alexander rollt sich raus. Ja, die Sanity benutzt natürlich alle Tricks, die es gibt. Ist ja auch verständlich. Und, oh, schöner German Suplex. Oh, Dragon Screw als Konter. Ja, Ref ist bei 5. Der Ref ist bei 7. 8. Oh, 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 ich sehe, ich rieche einen. 9. Wenn Jey jetzt nicht zurückkommt, dann war es das. Oh, in buchstäblich allerletzter Sekunde und dann bringt er noch einen Konter an. Und jetzt geht's in die Ringecke. Und jetzt soll wieder der Rikishi Stingface Move, also der Butt Bump, Butt Bump, whatever. Und wieder der Kickout von Alexander Wolf. Meine Güte. Alexander Wolf will nicht klein beigeben. Meine Herren, also die beiden, die geben sich echt hier wirklich die Klinke in die Hand. Und aufgeladen. Vorhin hat's, doch hat geklappt, der Death Valley Driver. Und nochmal der andere, ich finde das mal so witzig, wie er dann da so hochspringt. Und sit down nur. Liegen down Powerbomb, reicht es? Es reicht tatsächlich. Jey Uso ist raus. Alexander Wolf ist eine Runde weiter, damit die Sanity auf jeden Fall in der zweiten Runde vertreten. Ja, hier der Superkick, also wirklich klasse Match von beiden. Haben bewiesen, dass sie auch in der Singles Competition auf jeden Fall in der Lage, obwohl es sind zwei Tag Team Wrestler. Wer weiß, wie es ausgesehen hätte, wenn ein Singles-Wrestler gegen einen Tag-Team-Wrestler jetzt angetreten wäre. Was, wie es dann für Jey Uso ausgesehen hätte. Oder auch für Alexander Wolf. Ja, hier nochmal der Running Butt. Der Hintern. Irgendwas. Und wir kommen gleich zum Main-Event des heutigen Abends. Auch ausgefochten von All Elite, die ja am wenigsten Matches bisher hatten. Hier nochmal der Death Valley Driver. Ja, er kann es gar nicht fassen. Er hat es tatsächlich geschafft. Er ist eine Runde weiter. Der Mann aus Deutschland, aus Dresden. Und wir kommen zum Main Event des Abends.
So, Leute daheim, es ist Main Event Zeit. Und wir haben jetzt das Team Rising Sun in Form von Hayabusa, der ja in einem Singles-Match gegen Jon Moxley so gute Leistung gezeigt hat, dass er ihm ein Titelmatch gewährt hat, wo Hayabusa, seien wir ehrlich, auf gut Deutsch verkackt hat. Am heutigen Abend, er trifft auf einen Mann aus der Elite. Na, bleibt ja auch nur noch einer übrig, wenn man es so rum sieht. Nämlich der Bruder von Matt Jackson. Nämlich Nick Jackson. Das ist ja auch sonst keiner mehr da vor der Elite. Auf anderen liegen ehemalige Mitglieder, wie zum Beispiel Adam Cole, AJ Styles, Finn Bella. Oh, wollte Hayabusa direkt Gas geben? Oh, ein Roller. Da will Nick Jackson es schnell machen. Ja, den Kick konnte er abwenden. Also ich erwarte hier ein sehr, sehr technisches Match. Sehr viel Kicks, sehr viel Highfly-Aktionen und sehr viel Dropkicks gegen Hintern. Und Christo Move, jedoch ohne Cover. Er war zu nah an den Ring, sein wäre sowieso ein Rope Break geworden. Das weiß Hayabusa auch. Und dann nimmt er wieder Anlauf und... Nee, seitlich, ja, gegen die Schulter. Und jetzt... Ja, geht er auf das Bein los, klar... Matt, genau wie Nick, oder Nick, genau wie Matt natürlich, mit ihrer Super Kick Party. Natürlich brauchen sie da die Beinstärke. Und gerade ein Mann wie Hayabusa, der auch sehr auf Kicks aus ist, weiß natürlich genau, wie man da vorbei. Oh, klatschende Ohrfeige. Ah, schöne Kombination. Und da geht's runter. Cover direkt hinterher. Reicht es schon? Nein, tut es nicht. Hätte mich jetzt auch gewundert. Aber Hayabusa jetzt auf dem Weg aufs oberste Seil. Und da dreht er sich. Phoenix Splash! Und das war's. Also, das Match hätte ruhig einen Tucken länger gehen können. Das war jetzt relativ schnell abgefrühstückt. Und es hat so gut eröffnet und dann irgendwie, weiß nicht, ob Nick keine Lust mehr hatte. Oder ob Hayabusa einfach irgendwie mit irgendeinem Move vielleicht einen Kick an den Kopf, dass er ihn da ein bisschen mit ausgenockt hat schon fast. Hier sehen wir nochmal den Phoenix Splash mit Schraube und Salty. Ein eingesprungener rückwärts Corkscrew, der nach einem von jemand. Ach, keine Ahnung. Ja, Team Rising Sun auch weiter. Inzwischen schon mit zwei Leuten. Lediglich Kota Ibushi ist raus. Zu ihm gibt es im Übrigen ein Update. Er hat sich verletzt und muss seine Karriere beenden. Ich habe den Created einfach gelöscht, weil ich Platz brauchte. Naja, das war's mit Velocity. Als nächstes kommt wieder Nitro. Raw meine ich. Bis dahin, ich wünsche einen traumhaften Tag und sage auch wieder, geschaut!